So, willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve, bei mir ist der sensationelle Benny und wir spielen heute den letzten Teil der Dark Anthology Picture Serie für euch, The Devil in Me. Spielen ist heute der Benny, ich kann mich heute entspannt zurücklehnen und kann die Sache ganz relaxed vom Rücksitz des Autos aus beobachten. Und ich würde sagen, Benny, start the game. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Sehr 8-7. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind Das Riesenrad ist 81 Meter hoch, Jeff. Kannst du dir das vorstellen? Ich versuche es gerade. Man kann bestimmt meilenweit von oben sehen. Das sollte unsere oberste Priorität sein. Oh Gott, wann spielt das denn? Was immer dich glücklich 1893, macht. 1893, wie wir gerade sehen. Willst du etwa sagen, dass du mich nach einem ganzen Tag Ehe immer noch nicht satt hast? Ich werde dich nie satt haben. Ich werde dich dran erinnern, Liebling. Ich glaube, wir sind da. Okay. Ist das nicht grandios? Wie angepriesen. Sehr schön. Checken wir ein. Nee. Geht's in dem Teil um Hotel? Sind wir die Einzigen hier? Es gab diesen Morgen bestimmt einen großen Ansturm auf die Ausstellung. Mhm. Aha. Drück die Klingel! Ding, 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 ding! Genau. Versuch's nochmal. Mach es nicht! Mach es nicht, Junge! Oh Gott. Oh Gott. Ja, der wartet schon länger. Das lässt ja nicht gerade darauf hoffen, dass der Service hier erste Sahne ist. Okay, wofür entscheiden wir uns? Begeistert, lass uns heute noch zur Ausstellung gehen oder beruhigend? Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. Ja, ich sag jetzt mal beruhigend, ich übernehme mal ganz kurz. Alle müssen irgendwo beschäftigt sein. So führt man doch kein Unternehmen. Wenn sie langsam sind, bedeutet das nur, dass sie alles perfekt machen wollen. Meine Mary findet immer den Silberstreif. Ich bitte um Entschuldigung. Für das Erschrecken und für das Warten. Meine Aufmerksamkeit wurde anderswo benötigt. Entschuldige, ich bitte erstmal für die Farbe deines Anzuges. Das geht ja nicht. Ab diesem Moment verspreche ich Ihnen nur noch Silberstreife. Okay. Willkommen im World's Fair Hotel. Aha. Bitte unterschreiben. Erstes Mal in Chicago? Ich wage eine Vermutung und sage, Sie sind wegen der Ausstellung hier. Die Ausstellung, ja, aber nicht nur deswegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns. Ach, Flitterwochen. Ausgesprochen wunderbar. Mhm. Er freut sich sehr. Mal kurz das Gesicht aus, wenn sie sich dabei sind. Vielleicht mag meine Frau, Mrs. Whitman, ja unterschreiben. Ja, möchten heute wir? Beginnen unsere Flitterwochen. Ja. Glückwunsch. Warum klingt denn der Typ wie der letzte Idiot, Alter? Hallo, die letzten Flitterwochen. Die Flitterwochen. Yeah. Oh, ist die denn viel teurer? Keine Sorge. Sie kostet genau das gleiche. Ein Geschenk des Hauses. Guck Sie mal. Sind unsere ersten Frischvermählten. Wie großzügig.
Vielen Dank, Mr. Holmes. Henry Howard Holmes. Sie haben ein reizendes Hotel, Mr. Henry Holmes. Howard Holmes. Vielen Dank. Wir nennen ihn Triple H. Ich habe den Großteil selbst entworfen und gebaut. Dann sind Sie Architekt? Architekt? Kreativer? Bauherr? Melonenträger? Doktor? Künstler? Ich habe so einige Interessen. Beeindruckend. Wirkt ein bisschen wahnsinnig, ne? Bitte, ja. Sehen Sie sich doch um. Toilettenartikel und Geschenke gibt es am Apothekenschalter. Ich bringe Ihr Gepäck auf Ihr Zimmer und sehe nach, ob alles in Ordnung ist. Schreiben Sie einfach auf, wenn Sie etwas kaufen möchten, und wir setzen es auf Ihre Rechnung. Okay. Vielen Dank, ja, Mr. Holmes. Schau mal, mein selbstentworfener Das Volltag ist sehr freundlich. Es ist mir ein Vergnügen. American Horror Story Hotel war auch so. Da war ein Hotelbesitzer, der quasi das Hotel nur gebaut hat, um irgendwie Leute da drin verschwinden zu lassen. Irgendwelche Gänge und völlig abstruse Architektur. Oh Gott, daran erinnert er mich gerade. Aber hat ja nur nichts zu heißen, ne? Kann ja auch sein, dass er jetzt einfach natürlich den Fokus ganz drastisch auf ihn zu setzen mit bedrohlicher Musik. Aber Grafik wieder top. Ja, hast du recht. Ich finde die Animationen, die Gesichtsanimationen wirken jetzt so ein bisschen schmu irgendwie. Oder täusche ich mich da? Nee, also. Ben, wie findest du das? Na, ab und zu, also zumindest jetzt in der Szene, ja, ein bisschen buggy gewesen, aber mal gucken. Vor allen Dingen, ich kann auch nur auswählen zwischen den beiden. Was ist denn das hier? Na, immer Gesichtspuder und dann hast du Badesalz oder so Bademilch. Bathmilk? Na, dann nehme ich doch Bathmilk mit. Ja, mitnehmen. Kursrichtung, wir haben bei wichtigen Entwicklungen in der Geschichte aktualisiert. Aha. Oh no, was war denn das jetzt gerade? Da war ja gerade ein Steuerkreuz. Oh, Entschuldigung, Miss. Vorsicht, mein Mann wird schnell sehr unwirsch bei Anzüglichkeiten. Das muss ja ein ganz schlimmer sein. Wie läuft denn die Ehe? Ich korrigiere, es sind tatsächlich nicht die Gesichtsanimationen, sondern die Stimmen. Gehen wir doch einfach hoch. Das Zimmer ist bestimmt fertig. Siehst du irgendwas Schönes da drüben beim Schmuck? Etwas Schickes? Würdest du wohl gern wissen. Drei Arten von Ringen da drin. Ja, vielleicht einfach auch so verschiedene Größen, ne? Ringgrößen einfach. Ja, wie Sonnenbrillen, ne? Wie Sonnenbrillen irgendwie an der Ostsee. World's Fair Hotel. Schön. Das ist aber nicht der Typ, Was wohl hier drin ist? Der junge Soldat, ne? Aus Man of Medan, aus dem Intro? Nee, ne? Langsam glaube ich, ich habe einen Adrenalin-Junkie geheiratet. Jetzt war's Riesenräder. Verbotene Zimmer. Suchen wir nach Nervenkitzel? Vielleicht. Nur ein unfertiges Zimmer. Siehst du, das hast du vom Nervenkitzel suchen. Wer kommt denn bitte auf die Idee, bei Private einfach die Tür einzutreten? Ich kann dir nichts abschlagen. Jungvermählte. Warte. Die sind auch so verrückt. Was ist das? Oh. Guck nicht dahinter, mach's nicht, tu's nicht. Oh Gott, jetzt kommt da hier so ein... Das ist Triple H. Drücke im Rhythmus des Herzschlages. Taste, wenn wechseln, während du ganz ruhig bist. Okay, welche soll ich jetzt drücken? Ich glaube rechts, ne? Wieder? Okay. Ja, haben wir. Die Taste kann wechseln. Okay. Was ist denn hier los? Habe ich hier meinen Bartkamm liegen lassen? Der muss doch hier irgendwo sein. Der Walross 3000. Wo habe ich ihn nur gelassen? So, im besten Fall macht er jetzt die Tür zu und schließt auch gleichzeitig ab. Nee, er lässt die Tür einfach offen. Klar. Das war Nervenkitzel. Es ist kein Nervenkitzel, wenn wir auf der Straße schlafen müssen, weil man uns hier rauswirft. Gehen wir. Ja. Schön, ja, ist ein schöner Leuchter, das gefällt mir gut. Der sieht aus, ey. Also, weiß ich nicht, der wäre mir so unheimlich. Liebe Frischvermählte, willkommen in der Flitterwochen-Suite. Also, schön hell.
Danke vielmals, Mr. Holmes. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wenn Sie mich entschuldigen, Arbeit wartet auf mich. Wir sehen uns ganz sicher bald wieder. Ich hoffe nicht. Ich sag mal, das ist mir ein bisschen unheimlich. Das ist mir ein bisschen unheimlich. Meine Güte, das würde ja einem König zur Ehre gereichen. Oder meiner Königin. Du Charmeur. Küss das. Wie überaus unschicklich von dir. Kissenschlacht. Hey! Volltreffer! Du hast es so gewollt. Aufs Gesicht. Sollte ich etwa Angst haben? Wenn du klug bist. Was soll ich jetzt machen? Das da? Okay. Rauf! Auf den Kopf! Gnade, Gnade! Okay, du hast Bonus gewonnen. Bonus freigeschaltet. Bist du etwas verletzt? Kannst jetzt das Spiel mit einem großen Kissen mein durchspielen. Mein Stolz ist verletzt. Wie wär's mit einem Friedensangebot? Das könnte ein verräterischer Trick sein. Auf keinen Fall! Ich habe ein Geschenk für dich. Augen zu, dreh dich zum Spiegel. Wie schlau und romantisch. Wenn ich ein Kissen abbekomme, kriegst du einen auf die Rübe. Gibt es ein Problem? Nein. Öffne die Augen. Oh, Jeff, wie wunderschön. Ich liebe es. Gut. Der Sieg ist mein. Dann lass ich dich jetzt baden. Oh. Gut, der Sieg ist mein. Oh, das ist aber auch wirklich... Oh Gott, wir werden beobachtet. Fingerspitzengefühl für die Situation. Ja. Vom Nachbarn. Perverse Moustache wartet. Wo will sie denn jetzt hin? Ja, vielleicht sucht sie eine Bad oder so. Wer weiß. Ach ja, damals gab es ja die Bäder noch nicht in den Räumen, sondern es war ja immer so Gemeinschaftsdinger, ne? Genau. Vielleicht, wenn wir uns dagegen stemmen? Sesam, öffne dich! Danke. Ist da drin irgendein Typ, wenn so, der du dich rasierst, während ich kurz bade? Was soll denn? Danach können wir beschäftigt. Uns arrangieren. Das klingt sehr französisch. Mal abgeschlossen, ihr Spinner. Ganz schön verboten. Rasieren. Ich glaube, ich habe mein Rasierzeug vergessen. Unten haben Sie bestimmt welches. Trödel nicht zu lange im Bad. Keine Sorge. So, wir spielen jetzt Jeff. Richte dich im Hotel ein. Finde ein Rasierset. Okay, okay. Kann ich einfach schön mit Glatze wiedergekommen. Besser so. So eine schöne Cola-Werbung. So, also, Benni, sag mal was. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, Grafik wieder top. Also, da muss man wirklich sagen, da machen die ja wirklich keine halben Sachen. Ja, ansonsten ab und zu... Oh, warte mal. Ab und zu gibt es so ein paar Bugs in den Gesichtszügen, habe ich vorhin gesehen. Aber ja, ansonsten... Zittert so ein bisschen weg, so. Ja, genau. Aber ansonsten eigentlich cool. Also, wie immer. Nicht. Hier, komm mal nicht rein. Ich würde gerne sprinten. Also in dem Spiel soll ja auch einiges sich verändert haben in der Steuerung. Ne? Also es soll ein Inventar geben, man soll sprinten können, wovon ich jetzt noch nichts merke. Man soll springen und klettern können. Also da soll noch was kommen. Ich hätte schwören können, dass das der Weg nach oben ist. Und tatsächlich haben wir alle... Also, ja, erzähl. Ich habe auch das Gefühl, dass sich das alles so ein bisschen verändert und wir am Ende, dass er wie so eine Art Labyrinth wird. What? Falsche Taste! Was ist das? Wie? Was? Großer Gott! Marie! Marie muss sie erstmal ein Säurebad einlassen. Okay.
Wie kann ich jetzt darauf... Mit den Pfeiltasten? Oh Gott, das wird für mich tricky. Weil ich dann immer meine Hand von der Maus wegnehmen muss. Okay, wir machen uns erstmal ein Schaumbad. Schön. Oh, wer war denn? Ach, guck mal, wer hat denn da geguckt? Stand da der Kurator? Nee, hier, Triple H. Stand da. Nein. Doch. Also, ich bin der Meinung, ich hab seine Melone erkannt. Na, hat der Kurator nicht auch so eine Melone? Nee, naja, doch schon, aber... Ja, ich weiß nicht. Ich hätte jetzt gedacht, das war Captain Schnauns Bart. Mal ganz kurz... Okay, na okay, Spiele, da dürfen wir, ja? Nicht, dass wir hier Ärger kriegen mit Twitch, ne? Wegen... Ich glaube nicht, dass man da jetzt irgendwie einen Pixelbusen erhaschen kann. Ah, da ist nix. Jojo! Bist du das Liebling? Hey, grüß dich! Jack? Na, erkenne ich doch sofort diesen Anzug. Diesen geschmacklosen Anzug. Oh, spielen wir noch ein Spiel? Nein, du willst dieses Spiel nicht spielen. Entspannen, prüfen. Wir prüfen. Kann ich... Wobei, na gut, Mr. Boah, willst du mal an die Horn da hacken, Alter? Hast du ordentlich Horn auf. Prüf doch nicht nackt. Doch, dann zieh dir doch was... Mister. Oh, Scheiße, Alter. Was hat der denn an? Hallo, was Liebes. Tut sie hier drin? Jeff! Ich glaube nicht, dass er sie hören kann. What? Was ist er denn? Hände weg von mir! Aber ich bin noch nicht fertig. Ich... What? Nicht wehren. Dann tut es nur noch mehr weh. Sehr gut. Das zögert es doch nur hinaus. Ja, das ist, Sie hat doch jetzt gerade irgendwie ein Messer über die Kehle gekriegt, also das ist... Was? Was haben Sie... Was haben Sie getan? Beruhigen Sie sich, Sir. Ihre Frau hatte wohl einen Unfall. Das ist definitiv kein Unfall. Gibt es ein Problem, Sir? Ja. Renn doch nicht weg! Ich glaube, das wird dir nicht helfen. Hm. Und dann bitte. Ach, du Scheiße. Ah. Das ist. Kann ich weg? Mich bewegen? So? Welt hat jetzt wirklich eine drastische Kehrtwende genommen gerade, dieses Intro. Wollte mich gerade schon beschweren, was ist denn das für ein lamer Shit hier? Und plötzlich sind wir hier in Hostel 3. Oh Gott. Marie! Ach Gott, du kannst halt nicht spielen. Ach, ey. Ist das makaber, ey. Meine Güte. Wir sind noch im Intro quasi. Also im Spiel war ein Intro. Der Prolog, würde ich jetzt mal sagen, Jojo. Ja. Oh, ist so, aber... Benny hat erfolgreich seine ersten beiden Charaktere getötet. Jetzt nimmt er doch bitte nicht den Schmuck von denen und... Ein Platz für alles. Na sicher. Alles. An seinem Platz. Wow, sieh dir das an. Oh, wie wunderbar. Für dich nur das Beste, Liebling. Mutter würde tot umfallen. Es ist so Verzeihung, populent. Guter Mann, arbeiten Sie hier? Wir spielen jetzt The Devil in Me. Hallo. Willkommen im World's Fair Hotel. Was ist er denn? Da ist er! Da ist er! Oh, 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 dear.
won't you spare me over till another Oh, Sie sind da. Haben Sie lange gewartet? Willkommen in meiner Schatzkammer. Sie ist voller Geschichten, jede dunkel, unheimlich, erschreckend. Ich bin der Kurator. Es tut gut, Gesellschaft zu haben. Lange war ich ganz allein. Ich erinnere mich kaum daran, wo ich war, bevor ich diese Geschichten hütete. Und was sind Geschichten wert, wenn keiner sie erlebt? Diese Geschichte handelt von Künstlern und davon, wie weit sie für wahre Kunst gehen würden. Kunst kann viele Reaktionen hervorrufen. Entzücken, Inspiration, Begehren, ja, aber auch Zweifel, Angst, Schrecken. Ihre Reaktionen und Ihre Entscheidungen beeinflussen die Geschichte. Verborgen in der Welt werden Sie Bilder finden. Diese geben Hinweise auf mögliche Folgen Ihrer Entscheidungen. Und manchmal haben scheinbar unwichtige Entscheidungen die gravierendsten Folgen. Sie sind verantwortlich dafür. Sie trifft die Schuld. Ich greife nicht ein. Ich darf es nicht, so sind die Regeln. Ich kann nur beobachten und Geschichten für die Nachwelt bewahren. Oh. Wissen Sie, was das ist? Sehr alte Münzen. Man nannte sie Oboloi. Toten wurde so ein Obolus in den Mund gelegt. Als Fairgeld. Halten Sie Ausschau. Mit etwas Glück finden Sie solche Münzen. Sie können sie bei mir eintauschen. Es lohnt sich also, nach ihnen zu suchen. Also dann wollen wir. Das Spiel hat begonnen. Ich beobachte Sie. Mein Name ist Kate Wilder. Ich habe einen Master in Kriminalpsychologie. Ich bin Enthüllungsjournalistin und möchte etwas bewirken. Vielleicht haben Sie kürzlich mein Interview bei Chicago AM gesehen. Und ja, es ist echt hart, wenn bloße Ehrlichkeit einem den Ruf als Zicke einbringt. Das bin ich nicht. Okay, ich habe meine Probleme, so wie jeder andere. Ich arbeite daran. Ich... Hey, ich bin Mark. Ich habe an der UCLA Fotografie studiert.
Das war super. Ich möchte wieder mit der Fotografie anfangen. Ja, es ist ein Job. Ich war lange Keygrip und Beleuchterin. Ich löse Probleme und beleuchte. Schneide so jemanden trifft man nicht oft. Mann, wie fängt man da an? Ich habe es satt, allein zu sein. Sorry, fängt man mit Referenzen an oder persönlichen Infos? Weil, ich meine, hat da jemand Zugriff drauf? Wegen der Privatsphäre und so. Ja, Charlie Lonnet, bin aus England. Ich bin seit 20 Jahren hier. Die letzte Serie lief so gut, es war eine sehr schön konzipierte und, hat aber, nicht so eingeschlagen, wie ich hoffte. Das war total blumig in seiner Ausführung. Wenn ich ehrlich bin. Aber wer guckt sich das an? What? Wir? Ich denke, wir haben genug gehört. Genug? Oh, ich fange gerade erst an. Jetzt wird's nachgespielt. Sie verstehen nicht. In meiner Seele wohnt der Teufel. Ich konnte nichts dafür, dass ich ein Mörder bin, genauso wenig wie ein Dichter etwas für seine Inspiration kann. Begraben Sie mich, euer Ehren. Füllen Sie meine Holzkiste mit Zement, begraben Sie mich tiefer als alle anderen und bedecken Sie den Boden mit mehr Zement, denn glauben Sie mir, der Tod allein wird mich nicht davon abhalten, wieder zu morden. Ein beachtlicher Rauschebart. Am 7. Mai 1896 wurde Herman Mudgett alias Henry H. Holmes dem Strick zugeführt. Sein Genick wurde durch die Wucht des Hängens nicht gebrochen. Aufzeichnungen zufolge hing er über 15 Minuten und erstickte langsam, bis das Monster endlich tot war. Amerikas erster Serienmörder gestand 27 Morde. Doch als die Ermittler die Spuren sichteten, die er hinterließ, und seinem Weg von Stadt zu Stadt folgten, wuchs die Zahl erheblich. Nahezu 200 Morde. What? Amerikas erster Serienmörder und vermutlich der schlimmste. Er wurde wie gefordert unter Zement begraben. Wollte er sich vor Gottes Urteil verstecken? Oder wollte er etwa wirklich den Teufel davon abhalten, wieder zu morden? Und? Was meint ihr? Ja, mehrere Begeisterung. Super. Ganz ehrlich, Charlie. Das ist ein Haufen... Merkt ihr das? Ja. Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, bitte. Bin dran. Einfach Charlie. Mein Name ist Grantham DeMette. Was kann ich für Sie tun, Mr. DeMette? Die Frage ist, was kann ich für Sie tun? Hören Sie. DeMette Eagle. Aber war das jetzt ein Schnulus-Telefon? Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. DeMette. Das hört sich alles toll an, aber... Aber... Griffe. Ich warte nur auf den Haken. Nichts für ungut. Schon in Ordnung. Ich bin privilegiert. Ich brauche nicht viel. Aber meine Zeit ist knapp bemessen. Es muss heute sein. Ich schicke einen Wagen. Heute Nachmittag, 4 Uhr. Bis dann. Heute Nachmittag? Wir reden hier von ein paar Drehtagen. Mein Team geht davon aus, dass Sie dieses Wochenende frei haben. Und Sie sind ziemlich aufbrausend. Ohne Sie wird sich das erledigen. Wir... Was ist denn jetzt für eine Schlaftablette? Mann! Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Soll ich das Auto schicken oder nicht? Vielleicht. Ja, sehr gerne. Sind dabei. Ich regel das. Das ist so... Los geht's. Das ist ja fürchterlich. Aber wir werden mit einer Limousine abgeholt. Schau mal. Er ist ja privilegiert. Mr. DeMette schickt Sie. Ganz wichtig. Nochmal zu erwähnen. Privilegiert. Gut. Ab in den Kofferraum. Laden wir ein, Leute. Ich mach schon. Geht schon. Sorry. Wirklich? Nö. Ich meine, das ist dieses Ringlicht. Gummihandschuh. Schau mal, guck. Okay. Abenteuer. Spannung, Leute. Abenteuer. Spannung. Dabei?
Du wiederholst dich. Ausflug! Yay! Oh. Yay! Hurra. Ey, sag mal, bin ich der Einzige, der sich das hier wirklich an der Synchro ein bisschen stört irgendwie? Also, das ist ja fürchterlich. Benni, sag mal was. Also, Ausflug, Abenteuer, hey! Ausflug! Magst du keine Überraschung? Weißt du, woran mich das erinnert? Sag's nicht. Der Picker. Ganz genau. Ich, absolut pleite, mit einem kaputten Handy, verloren im gottverdammten Topeka. War nicht meine Schuld. Das war komplett deine Schuld, weil du immer dein Hirn ausschaltest. Also, den will ich spielen. Los, Charlie. Was wissen wir über diesen Kerl? Den Hirnumpel. Er ist reich, er lebt zurückgezogen, ist von H.H. Holmes besessen. Total zurechnungsfähig. Wir fahren zu einem Anwesen, das er von einem Verwandten geerbt hat. Der war von Holmes besessen. Einige Zimmer sind vollständige Nachbildungen der Mörderburg. Wir fahren jetzt wieder dahin, wo die ganzen Morde stattgefunden haben? Und sie sagte, das rettet die Show. Meinte ich das verdammt ernst. Und das alles hast du überprüft? Hey, vertrau mir einfach. Wenn Leute dir sagen, vertrau mir einfach. Verzeihen Sie die Heimlichtuerei. Bevor wir weitermachen, muss ich Sie bitten, aus Sicherheitsgründen Ihre Handys wegzuschließen. Es mag seltsam klingen, dass ich Sie einlade, die Sammlung in meinem Haus zu filmen. Ich kann nichts erlauben, dass Informationen teilen Gehört könnte, die mein Geschäft beeinflussen. Wussten wir davon? Oder mein Lebensstil. Es gibt Regeln. Material, das Sie verwenden möchten, muss von mir genehmigt werden. Ich verlange Privatsphäre und Diskretion. Ich bestehe darauf. Seine Hütte, seine Regeln. Was er uns anbietet, ist es wert. Da könnte er auch Geld dafür verlangen. Wenn das alles ist, machen wir das. Oh, das ist so eklig. Oh, schön. Die müssen spielen, ja? Ja, weil er eklig ist. Das wird genial. Ihr werdet noch sehen. Hast du auch in Topeka gesagt. Ein ekliger Typ, der ja richtig ekelhafte Entscheidungen treffen wird, Benni. Oh. Das ja. Ich meine, bin ich ja mal gespannt. Du weißt schon, bei der letzten Show, die lief nicht so gut. Weil... Also wirklich. Okay, weil es sie. Okay, schön. Wenn er so reich ist, warum hat er dann keine Bediensteten? Hilft der Typ da? Man fasst doch den Griff an. Trag ihn doch nicht quer. Im Ernst. Ich mach das schon. Danke, Bro. Nur kein Stress. Was? Unterm Arm. Vor allen Dingen, warum hilft denn von den anderen Leuten da keiner? Ja, ist halt ja, wenn eine Band unterwegs ist, so. Der Schlagzeuger ist auch mal am Arsch. Der muss. Gut. So ein Sänger hat es immer leicht, hat nur ein Mikro. Und was jetzt? Schlagzeuger. Ich möchte ein paar Aufnahmen vom See und der Landschaft machen. Nicht mit dem ganzen Nebel. Da, von oben haben wir bessere Sicht. Das ist ziemlich weit oben. Verdammt, aber super aussehen. Und wir können über ich hab keine filmen. Ahnung. Charlie, du hustest dir unterwegs einen halben Lungenflügel raus. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Genau. Huck, das ist verrückt. Wird schon. Nur wird schon. Gehen wir, Charlie. Seid vorsichtig. War schön, euch zu kennen. Na los. Geil, sie verabschiedet sich jetzt schon. Lieber Chat, entschuldige bitte, bin ich da jetzt, übertreib ich da irgendwie? Oder seht ihr das vielleicht genauso? Oder ist das war doch in den vorigen Teilen nicht so drastisch, oder? Das war also, schon. Herr Junger, du warst ja ebenfalls dabei. Jojo, du hast ja auch, glaube ich, ein paar von den Anthology-Sachen gesehen. War die Synchro da auch schon so? Oder bin ich jetzt einfach zu elitär irgendwie? Bin ich da jetzt einfach ein bisschen zu verwöhnt von manchen Sachen? Ja, du bist so, ja, ein bisschen verwöhnt. Nee, aber das ist wirklich schon ein bisschen anders. Also, ich weiß nicht, also das Spiel, das muss doch Unmengen an Kohle gekostet haben irgendwie. Dann kann man doch nicht so krass bei der Synchro irgendwie sparen. Sind die gleichen Sprecher, würde ich meinen. Mir gingen die damals auch schon auf die Nerven. Ja, ich finde es diesmal auch anders. Ja, die gleichen Sprecher sind es auf jeden Fall, Junge. Herr Junge, hast du recht? Aber diesmal quatschen alle irgendwie unartikuliert. Also Koffert wird noch besser oder Koffert, die sterben schnell. Also wir müssen ja auch erstmal nochmal unterscheiden, ne, von wegen, wer spielt jetzt hier wen. Also du willst ja hier Ihmchen spielen, nicht gerade Steuer wahrscheinlich. Ich nehme Charlie, genau. Nimmst du die Monobrauer da oder was? Wen hier? Ihmchen? Genau. Der einfach nur aus Augenbrauen besteht. Wahnsinnig respektable Augenbrauen. Willst du dir das vorsichtshalber notieren für die nächsten Male, damit wir das nicht wieder verplanen? Nein. No.
hab ich schon. Ach, hast du Charlie, schon? Charlie, schreibe ich jetzt mal meinen Namen dahin. Leute, so, Steven. Schon dabei. Und wie ist der Schwarze? Entschuldige bitte. Keine Ahnung. Wie heißt du? Wie heißt du? Weiß ich nicht. So, also wir können auf jeden Fall schon mal... Ach, wie der jetzt schon läuft. Ach, ich werde den so lieb haben, den Typen. Können wir hier irgendwas drücken, um zu klettern, um zu springen? Ah, okay. Vielleicht finden wir jetzt schon irgendwo eine Münze. Ich denke, die... Mann, aber ist das laut. Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber... Okay. Aber theoretisch weiß ich das. Schön. Wahrscheinlich werden sie uns die erste Münze relativ plakativ um den Wind packen. Wir müssen drum herum kommen. Für den Kurator. Na los. Mach ein paar Aufnahmen von der Spitze des Leuchtturms. Ne? Ja, dann mach doch mal. Ansehen. Sieht gar nicht so schlimm aus. Die Warnung, dass alles ins Meer fällt? Warnung. Ich finde, wir vertrauen drauf und sterben nicht. Nee, das Schiff wurde von den Anwälten aufgestellt. Diese Klippen sind anfällig für Erosion und können anders. Ohne Vorwarnung in tiefes Wasser stürzen. Ja, haben wir, Jungs? Danke. Ja, ja, die reden gerne mal länger. Das ist so ein Faseln. So, haben wir denn hier noch was? Kennt man sonst bloß von Benny und Steve. Um herunterzuspringen und neue Bereiche zu betreten. Wie, jetzt sollen wir hier einfach runterklettern? Ja, los, komm. Ich glaube, da kannst du weiter. Kannst du da weiter? Na, ich weiß, dass ich hier weiter kann. Also da geht's ja weiter. Ja, dann wird's wahrscheinlich da mit dem Runterspringen sein. Ich denke, da wirst du nicht runterhüpfen können, obwohl der Zaun ist. Also das wäre schon krass. So über den Zaun gesprungen, einfach so. Aber müssen wir nicht auch eigentlich wieder zurück? Also zu den Mädels? Point of no return. Hey, Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Film oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder... anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Hier gibt's vielleicht noch was, aber hier gibt's nichts. Scheint so. Ja, scheint so. Ja. Was ist das für... Also... Also, wenn du das ganze Spiel so... dann wird's schwierig für mich, Ben. Wird schwierig für mich. Sag dir, wie es ist. Also da... muss man sehen. Oder ich mache jetzt auch. Okay, ganz ehrlich. In Jenseits der Pause. Gehofft, wenn ich hier so weit weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja. Wozu soll das gut sein? Das ist nichts für mich. So, ich habe jetzt Angst, steht denn da schön? Wenn ich mir das jetzt angucke, dass die wieder hier 5000 Jahre labern. Ja, ja, aber mach ruhig. Los, ziehen wir durch. Okay. Möchtest du diesmal lesen, Benny? War wohl ein übler Sturm. Oh, das war's? Benny? Ich dachte, da kommt jetzt mehr von dem ne? von den Synchronsprechern. Im Gedanken an die Opfer des großen Sturms vom 1. Mai 1907, der 187 Leben auslöschte. Eine, das ist aber fies. Die Crew und die Passagiere der SS Cassiopeia. Cassiopeia, okay, danke. Die zu Fuß dieser Klippen in die Felsen fuhr. Ja, ist ein blöder Satz, ne? Ja. Naja, ist halt unten drin gekracht. So, bumm. Cassiopeia, Fels. Klatsch. Okay, also, wir gehen jetzt hier... Vor allen Dingen ist halt auch echt geil, da so ein... Genau. Hat der gerade in Englisch gesprochen? Ja. Läuft ja so richtig geil, die Programmierung von dem Spiel. Also, nicht, bitte jetzt nicht falsch verstehen irgendwie, sonst framen wir eigentlich nicht so über Spiele ab irgendwie. Aber tatsächlich hat man von so einem AAA-Titel irgendwie erwarte ich sehr einen hohen Standard, muss ich sagen, irgendwie. Das also ja, normalerweise sind die auch ein bisschen besser. Also gerade, ne, die Reihe ist ja eigentlich super, aber irgendwie haben die hier noch ein, zwei Bugs drin. Vielleicht werden sie das noch sehr schnell fixen irgendwie, ne? Aber nein, egal. Es wird bestimmt besser, oder wir sollten, glaube ich, nicht so kritisch sein. Ja, okay. Ich sollte nicht so kritisch sein. Dann lass uns doch mal gucken, ob wir hier das Tor aufkriegen. Wahrscheinlich nicht. Sondern wir müssen da durch dieses. Du kommst da nicht durch. Die Tür ist zu. Du kommst da niemals. Nein, du kommst da. Die Tür ist zu. Das ist wie bei Hotshots mit dem Zaun. Komm mal vorbei. Wir kommen nicht durch. So. Was? Lichtquelle. Um ein- und auszuhalten, Lichtquelle benutze. Ja. Oh nein.
Aber das sieht schon wieder sehr cool aus, irgendwie. Die Lichtreflexion auf der Jacke von, wie heißt der nochmal? Chat, helf mal kurz. Wie hilft? Wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauch dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Das ist ein original Benny und Steve-Dialog. Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Ich brauch dich im Schnitt. Ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Ja, klar. So. Natürlich. Ist echt nett. Ich schaff den Schnitt auch allein. Ja, das würde ich... Würdest du auch versuchen, eine Auszeit nehmen? Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast? Alter, was? Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Ja. Das ist jetzt so Karlauer, Alter. Keine Ahnung, also. Geil. Oh, schön. Ey, bitte, lieber Chat, seid nachsichtig mit uns. Brücke, um die Felsen zu umgestürzten Bäumen zu balancieren. Oh, Le Balance Act. Ja, können wir? Ja, einfach weiter, ja. Bisschen gegensteuern, ja. Okay, ja. Nee, ja, doch. Okay, cool. Danke. So, kommt er jetzt auch rüber, oder? Okay, er bleibt da. Cool. Oh nee, guck mal. Er jetzt wackelt ein bisschen. Jetzt ist so unterfallen. Nicht geschafft. Ah. So, wie heißt er denn im roten Holzfällerhemd? Ja, weiß ich nicht. Aufgepasst. Drücke, um dich durch die Spalte zu quetschen. Na, dann quetschen wir uns doch mal. So, und schön verpackte Tutorial. Was haben wir hier? Noch ein bisschen Stacheldraht an der Seite oder was? Ja, keine Ahnung, was das sein soll. Guck mal, das ist ein Rabe. Ja, doch. Rabe! Oh. Okay. Scheiße, was zur Hölle ist okay, das? Okay, Alter. Na, Puppe. Naja, die hängt hier ab. Gehört vielleicht zu einer alten Museumsausstellung. Ja. Das wird's wohl sein. Hat mich jetzt auch gar nicht so erschrocken. Ja, mich hat's richtig gekriegt gerade, Benny. Mich auch. Weil ich war so fokussiert auf diesen bescheuerten Raben. Oh, Jumpscare-Konfetti. Oh, da vorne, da glänzt es. Ja, hier können wir bestimmt wieder klettern. Ja, genau. Der Kantenmaler. Jetzt komm. Oh, hüpf. Ja, ja, schön. Wo wollen wir eigentlich hin? Also wir wollten ja zum Leuchtturm, ne? Damit er hier ein paar Fotos machen kann oder so. Okay, da ist der Leuchtturm. Kommst du? Ja. Yeah. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Wie soll das bitte in die Show passen? Nicht nur aufgefallen. Komme. Du alter Fotograf. Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug. Wenn ich einfach Fotos jetzt machen? Hm. Und wir gehen wieder zurück? Sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Ja, bleib konzentriert. Ah, gab es da ein Techtelmechtel unter Kollegen? Verschlossen. Komm, gib noch einen Weg. Sicher? Nein. Ja, vor allen Dingen optimistisch. Aber... ist geil, wenn du dir das Schloss mal anguckst, wie die Kette verschlossen ist. So die Kette, also... Ja, ja, es ist... ist geil. Also, naja. Verrennen in die Kette gegangen, das Ding. Schön. Ah, gut. Gucken wir mal weiter. Lass mich raten, wir müssen bestimmt entweder da durch oder hier durch. Ja, du hast ja manchmal immer zwei Wege, die du laufen kannst, ne? Irgendwie. Okay, Stevie, dadurch, dass es dein Charakter ist, darfst du jetzt entscheiden, ob wir quasi durch den großen Zaun hier gehen oder ob wir uns da hinten durchquetschen. Na, dann nehmen wir natürlich da jetzt. Also, gehen ins große Posaunenhaus. Also, du willst quasi hier rein, genau, okay? Genau, richtig. So, und da können wir natürlich mal... Jemand hat ja auch die Tröte betätigt, oder ist das, läuft die automatisch? Stimmt! Oh, guck mal, es scheint abgeschossen zu sein. Locked. Kann ich hier reingucken? Nee. Kann ich hier auch so... Man kann so ja so... Oh. Hier, komm. Können wir klettern. Ja, warte mal, ich will mal gucken, ob wir... Okay, wir können nicht außen rum gucken, dann klettern wir hier mal rein. So, Hausfriedensbruch einfach. Easy. Grafik sieht schon echt gut aus irgendwie. Kann man nicht anders sagen irgendwie. Wirklich, wirklich schön. Wie war das jetzt? Ich kann doch jetzt hier so, genau, Feuer machen. Was haben wir denn hier Feines? Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Das geht jetzt alles automatisch. Okay. Sieht aus wie ein Schichtplan? Hm, naja, wer wann getrötet hat, damals.
Urlaub. Urlaub. Schön. Urlaub. Und gar nicht mehr wiedergekommen, okay? Vacation time. Was gibt's hier sonst noch Feines zu entdecken? Ja, wahrscheinlich auch einer dieser Jobs, die komplett wegrationalisiert worden sind. Oh Gott. Leuchtturmswärter. Oh, was haben wir hier? Read, please. Na dann. Was steht denn hier? 10.04.2000. Weiter so, Team. Das sollte die letzte Woche sein. Der Nebelhorn-Test gestern Abend war erfolgreich. Es sieht so aus, als ob die Automatisierung funktioniert. Wir machen heute noch einen letzten Test, dann können wir die Ausrüstung wegpacken. Ein paar von euch haben gemeldet, dass wieder ein Obdachloser herumhängt. Okay. Wir werden die Sicherung des Geländes verstärken und heute und morgen letzte Kontrollen durchführen, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Wir wollen nicht, dass sich jemand verletzt. Abgesehen davon war die Arbeit bei dem ganzen Projekt großartig. Also lasst uns das Tempo beibehalten und wir werden Ende der Woche hier raus sein. T.S. Wer auch immer T.S. ist. So, können wir denn jetzt eigentlich von innen? Nee. Ich will gerade fragen, ob wir von innen die Tür aufmachen können. Können wir nicht. Heißt, wir klettern jetzt hier wieder raus. Und müssen jetzt wahrscheinlich trotzdem durch diese kleine Dingensmoments durchdütteln. Genau. Weil wir kommen ja hier nirgendwo anders hin. Aber warte mal, ich wollte hier rechts nochmal gucken. Kann ich hier rechts neben das Haus? Ich wusste, über den Ast nicht steigen können. Nee, kann ich auch nicht. Es ist wirklich so eine schöne Mauer. Und die... Nee, okay, gut. Geht nicht. Was mich aber erwundert ist, weil der Kurator hat doch von irgendwelchen Münzen erzählt, oder? Genau, richtig. Dass wir bis dato noch... Also normalerweise findest du doch am Anfang denn, gerade im Tutorial, so eine Art Münze. Oder nicht? Oder sind wir da schon dran vorbeigelaufen? Ja, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich denke, die erste Münze werden sie relativ plakativ irgendwo hinhängen. Okay. Und bei Man of Medan bin ich der Meinung, haben wir auch am Anfang nichts gefunden. Also, dauert, kann schon noch ein bisschen dauern. Dann schauen wir mal. Ja, drücke um. Ja! Ey. Nee, ist klar. Jetzt kriechen wir da so schön durch. Erinnert mich so ein bisschen an die Bundeswehr. Sofort Modern Warfare Flashbacks irgendwie. So. Jetzt sind wir hier durchgekrochen. Okay, hier geht's weiter. So. Auf dann. Mit dem Tor. Achso, genau. Ist leicht ein bisschen verrostet. Ganz leicht. Ich finde auch gut, wie der Zaun an der Seite hält. Also wie gut er verbunden ist mit dem Tor. Sieht gut aus. Hält bestimmt. So, Krähen, was hat er denn hier mit den... Oh, was verdicht da? Eine Stullenbox? Können wir nochmal reinschauen? Sie ist vor dem Bruder noch hingelegt worden, ist bestimmt noch gut. Sind die Krähen eventuell ein Hinweis zu... Was habe ich denn da? Bestimmt, also... Charlie kann mit seiner Krawattennadel verschlossene Kisten öffnen. Oh, der alte Fuchs. Der alte Fuchs. Oh, okay. So viel zu. Was ist Münze. Das? Münze. Nur eine alte Münze. Was? Mit Oboloi können Dioramen freigeschaltet werden. Okay. Hals und Beinbruch. Klar. Jetzt mal ganz kurz mal, Benni. Irgendwie. Wenn du irgendwo... Mach eine Du findest irgendwo 2-Euro-Stück auf dem Boden. Aber ohne dich... Ja. Du hebst es auf. Ist dein erster Spruch... Hals und Beinbruch. Oder Heureka oder geil. Ja. Hals und Beinbruch. Petri Heil. Wunderbar, schön. Also das ist, also manchmal ist schon, ja. Würde ich das alles nicht schaffen. Wird es vielleicht einfach auch so sein, dass halt, wie auch in vielen Filmen, das englische Original manchmal vorzuziehen wäre. Quasi. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, ja. Aber mal gucken. Vielleicht kommen ja noch ein paar Fixes für das Spiel. Also Google Diorama. Schön, schön. Ah, geil. Na ja, gucken das wir mal. Das stimmt nicht. Was haben Sie ich sitze vielleicht am Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment.
Aber du hältst den Motor am Laufen. Das ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen. Danke, Charlie. Danke, Charlie. Okay, also wir wollten ja hier auf dem Leuchtturm und wollen wir direkt nach oben? Oder reicht nicht, das Foto von hier aus zu machen? Ja. Manche Objekte können hier schon werden. Schön. Okay. Ah, okay, ich verstehe. Ja, ne? Mülltonne, Fenster. Ich gehe von aus, die Tür ist verschlossen. Aber wir gucken trotzdem. Vielleicht kriegen wir sie ja auf. Das ist geil, wie der läuft so. Nein. Dass er auch nichts dazu sagt. Achso, steht einfach jetzt nur verschlossen. Ich dachte, der kann mit seiner Krawattennadel irgendwelche Türen öffnen. Ja, nur kleine Schlösser. Nix Relevantes. Jetzt hier hin, irgendwie so. Puh. Dann kann ich jetzt hier hochklettern und... Ja, genau. Ab geht's in den Leuchtturm. Nur ein kleines bisschen Einbruch. Und du läufst noch frei rum? Nur ein kleines bisschen Einbruch. Ganz, ganz müh. Nur so ein bisschen. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Scheiße, was zur Hölle ist das? Okay, näher dich einfach versteckt und Kuh drücken. Kuh, Kuh! Kuh! Drück doch Kuh! Ich muss es gedrückt halten. What? Schön, dich kennenzulernen. Okay. Kann mir jemand erklären, was es gerade war? Der Wind. War nur der Wind, Benny. Ja, genau. Warte mal, wir sind doch gerade von da gekommen. Lass mich doch mal durch. Achso, ich kann auch nicht mehr zurück. Ah, echt, ja? Das ist natürlich, da steh mir doch nicht im Weg. Ist hier noch was? Hallo? Kann auch nichts zu sagen, ne? Also, was war denn das jetzt? Ein Tier? Ein Mensch? Stimmt. Ja, war ein Tier. Als ob ich jetzt da reingehe. Okay, komm, wir gucken erstmal in den Kühlschrank. Sieht ja... Da ist noch Marmelade und noch ein Käseleib ist noch drin. Können wir die Mikrowelle nutzen? Nee, auch nicht. Oh, warte mal, hier, was zum Ansehen. Ach, schön. Was ist das? Eine Vision. Okay, wie auch in den Teilen davor haben wir durch manche Sachen kriegen wie kleine Visionen getriggert irgendwie. Sah aus wie ein Boot, hat irgendwo hingerast und explodiert. Ja. Ja, im Laufe des Spiels können wir zu Sequenzen kommen, wo dies eventuell passiert irgendwie. Und das soll uns, ja, ich sag mal, eine kleine Vorwarnung sein. Hier muss nur mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. War ein witziger Spruch. Okay, gibt's hier noch irgendwie andere Bilder, Münzen? Ich möchte Münzen! Ich weiß noch nicht mal, was wir mit den Münzen machen können. Also Münzen können wir ja dann beim Kuh... Steht mir aber auch. Ey, der Typ gibt mir jetzt schon auf den Senkel, war das? Der mir die ganze Zeit im Weg steht. Das ist halt Star-Fotograf, sei doch nicht so. Ja, aber der kann auch. Ist das Charlie, der so schnieft? Weg jetzt hier. Ja, der ist ja. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. Jemand stopft eben gerne Tiere aus. Entspann dich. Tolles Hobby. Gehen da nicht alle Alarmsirenen an bei dir, Charlie? Ey, da ist ein Hase, 3 Ratten, ein Eichhörnchen, ein Rabe. Und mehrere Hasen und noch weiter. Oh Gott. Mäuse. Ach, der Scheiße. Nee, Freundchen. Okay. Was ist das denn? Hat er jetzt hier noch so was auseinandergenommen? Ja, ist halt so ein kleiner Tasche. Was in Gottes Namen ist das? Das ist eine Silikontusche da drüben. Kartusche. Das ist ein Rabe, den hat der. Hat der den nachgebaut? Guck mal, da sind doch. Da sind. Hier ist doch. Drin, ja. Oder jetzt gucken wir uns das mal an. Gott. Es bewegt sich. Was? Das Ding. Bewegt sich. Bitte pack es weg. Pack es weg. Einfach weg. Ja, genau. Falls sich Steven nur fragt, was seine Nachbarn mit den ganzen Nägeln da unten machen. Hm? Schön. Oh, also, ja, jetzt würde ich an deiner Stelle nicht mehr bei den Nachbarn klingeln. Ne? Wäre mir jetzt ein bisschen zu scary. So, hier geht's nach oben. Der schnieft ganz schön was ab. Ja, ich dachte schon die ganze Zeit, bin ich das? Bist du das? Nein, das ist die Spielfigur. Das ist hier dein Typ, weil der ist ja extremer Raucher angeblich.
Großartig. Eine tolle Figur. Wir klettern mal nach oben. Mikro mal ein bisschen fixen hier gerade. Und mal wieder Englisch, okay, cool. Sieh mal. Das ist perfekt. Umlenken, bessere Na komm, Stimme. Ja. Film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Ja. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. 16:9 4K Auflösung, geil. So, und da drüben haben wir schon den nächsten Leuchtturm. Da, unser Taxi. Los. Fähre. Gehen wir lieber zurück. Ja, das wirst du doch niemals in der Zeit schaffen, da ist ja das Taxi schneller als ihr. Alter, dieser ganze Weg jetzt dafür? Einmal darüber, genau. Wer ist er denn jetzt? Keine Ahnung. Na hier, also der ist so viel Fan von House of Ashes. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Falls ihr noch nicht erkannt habt, plop! Ich hab gar nicht gefragt. Seltsam. Guck doch mal nach. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo! Mr. Hallo? Leonard? Genau der. Du bist wie ein Hausmeister mit seinem Blaumann-Kittel da, ey. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? So, Mark hatte also was mit Kate, ja? Diese Gelegenheit danken. Was? Mach, also was mit Kate. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Und jetzt... Werden wir beobachtet? Na, könnte schon sein. Oder ist einfach nur eine cineastische Abbildung dessen. Aber die bedrohliche Mucke sagt uns, wir werden beobachtet. Es ist Grinsen alle so dümmlich. Schön. Okay.